Das hier ist veganer Frischkäse und den mache ich heute selber. Ich habe auch schon mal veganen Käse probiert, fand ich damals ehrlich gesagt nicht so lecker, deshalb bin ich umso gespannter, ob es mir heute dann besser schmeckt. Das gucke ich mir jetzt mal an. Veganer Cashewkäse hört sich ja überhaupt nicht kompliziert an. Sage ich jetzt? Ich bin gespannt, was ich dann nach dem Kochen zu berichten habe. Jetzt hole ich erstmal Wasser und koche die Cashews weich. Später werde ich die dann pürieren und Zitrone dazugeben. Ungewöhnliche Kombi. Cashews und Zitrone soll dann wie Käse schmecken, oder? Ja. Okay, hier. Oh ja. Sind schon deutlich weicher. Es riecht irgendwie auch nicht so geil. Also ich bin wirklich gespannt, ob das später schmeckt. Weil so wie es jetzt aussieht, bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Die Zutaten für meinen Frischkäse haben übrigens 3,28 Euro gekostet. Der gekaufte 4,50 Euro. Später vergleiche ich beide. Go! Oh je, das war zu stark. Ja, aber ich bin jetzt nichts wie Kuchen. Also das geht hier wild durcheinander. Exquisit. Ich finde, jetzt schmeckt schon viel mehr wie Käse. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Also, ich finde das noch viel zu fest. Da fehlt Wasser. Es ist alles einfach ein bisschen komisch. Und ich denke mir so, Frischkäse, den ich mir aufs Brot schmiere, das ist es noch nicht. Eine letzte Prise Salz und Pfeffer, dann teste ich zum ersten Mal meinen veganen Frischkäse. Im Tasting haben wir den veganen Frischkäse aus dem Feinkostladen. Und meinen selbstgemachten veganen Frischkäse. Fangen wir mal mit dem aus dem Feinkostladen an. Der schmeckt sehr gut. Also, dann ist eine Angst schon mal überwunden. Veganer Käse oder in dem Fall Frischkäse schmeckt doch. Und dann schaue ich mal, ob mein Frischkäse mithalten kann. Riecht noch total nussig und eben auch so ein bisschen zitronig. Es schmeckt halt wie zerkleinerte Cashews und Zitronensaft, was es ja de facto auch ist. Ich würde trotzdem sagen, es schmeckt gut, aber halt nicht wie Frischkäse. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es wert ist, es mal auszuprobieren, selber veganen Frischkäse zu machen. Und vielleicht gibt es ja unter euch vegane Käseprofis, die mir in die Kommentare schreiben können, was ich noch hätte besser machen können.